Na schön, dann wollen wir mal. Ja, es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass ich nicht gespielt habe. Also, ist wahrscheinlich nicht so ideal bei so einem Spiel. Wegen Steuerung und Co. Aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Die Karte haben wir. Genau, die haben wir ja letztens gefunden bei diesem letzten Leichnam. Sesam, öffne dich. Oh Gott sei Dank, er nimmt die wieder mit. Na, immerhin etwas. Gut. Ja, dann. Erstmal ordentlich hinsetzen, dass ich das hier auch aushalte. Den Nervenkitzel, Junge, wo guckst denn du hin? Wir gehen ja schon weiter. Gut. Oh, die Hand. Es tut mir immer noch total leid. Da liegt ein Hocker. Also hier ist erstmal nichts, wie es aussieht. Ich will ja nicht noch mehr verpassen. Ich habe mir aber überlegt, man findet bestimmt irgendwo das komplette Video Ereignisse der Vergangenheit. Und wenn ich es nicht schaffen sollte, werde ich es irgendwo an geeigneter Stelle verlinken oder mir irgendwo herholen und dann hier mit hochladen. Also da müsst ihr keine Angst haben, falls es irgendjemand nicht kennt. Es wird definitiv hier auch präsentiert werden. Wenn nicht in meinem eigenen Let's Play, dann eben auf andere Weise. Gut, wo sind wir hier? Das ist ja mal wieder ein sehr vertrauenerweckendes Treppenhaus. Junge, wieso stockst du so im Laufen? Kann ich da durch? Du müsstest dich nur hinhocken, dann könntest du da durchgucken, was da ist. Alles gut, Rosi. Nein, ich will doch nicht da durch. Schon wieder fest mit Quicktime gerechnet. Der sperrt ab. Okay. Ist ja auch ganz unauffällig mit deiner Laterne, dass der das nicht sieht da unten. Och Mann, ich wollte mich da noch umgucken, ob da irgendwas ist. Wie gemein. Was für ein reizender Psychobau. Sanatorium, ja. Das kannst du laut sagen. Sagst du noch mal was? Nö. Kann er so ein bisschen umgucken, aber viel ist nicht zu sehen. Wobei, in seiner Blütezeit war das sicher nicht hässlich. Ich meine, da so Gitter und sowas ist zwar doof, aber als das Ganze noch gepflegt war, kann ich mir vorstellen, war es immerhin. Naja, die Angehörigen dachten sicher, die Leute sind hier gut aufgehoben. Wie die Patienten dann behandelt wurden, ist die andere Sache, ne? Da gehen die Mutmaßungen wieder los. Genau so eine Gedanke habe ich bei der Shalebridge-Wiege auch immer gehabt. Wie sah das hier wohl mal aus, als es gepflegt war? Oh ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall auch wieder auf die Wiege. Irgendwann kommt das auch als Let's Play. Hier oben, hatte hier nicht irgendwas geblinkt? Wir haben das Ganze doch mal von unten gesehen. Okay, das ist nur das X zum Runterspringen. Sonst gibt es hier nichts. Wie enttäuschend. Kann ich den Weg jetzt eigentlich nochmal gehen, den mich der Hund gejagt hat? Und mich nochmal umgucken? Ist der Hund jetzt weg? Wieder hier, genau. Aber wir könnten jetzt da rein. In die Kapelle. Richtig, wir könnten jetzt da rein. Das ist jetzt die Frage, können wir den Weg nochmal laufen oder nicht? Leute, was haben wir zu verlieren? Einfach aus Neugier. Ich weiß, auf so eine Idee kommt wahrscheinlich niemand, außer mir, aber. Und der Hund wird uns sicher zeigen, dass das keine gute Idee ist.
Idee ist, beziehungsweise Wolf. Aber ich will es trotzdem versuchen. Wahrscheinlich springt er uns gleich an und zerfleischt uns. Ich hoffe nicht. Aber nicht, dass da noch was lag. Ich bin mir bei solchen Szenen immer total unsicher. Hätte ich mehr gucken müssen, habe ich irgendwas verpasst. Ha, wie gemein. Wir können nicht mehr hin. Die Tür ist wieder angelehnt und diesmal macht er sie nicht auf. Weil ja keine Machete mehr hier steckt. Nun, so viel dazu. Aber die ganze Weglaufszene war gerade eine Videosequenz. Da hätte ich auch nichts tun können, zwecks umgucken. Also wird da nichts gewesen sein. Das beruhigt immer. Ja, du Töle. Nein, eigentlich ist er ja ganz süß, wenn er nicht gerade versucht, uns zu beißen. Drum sagte ich ja, ich habe fest mit Quicktime gerechnet. Bei so einer Sequenz, man weiß ja nie. Schon über so ein Mauerdings. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier war ein Durchgang, oder? Hallo? Da lang, ja. Aha, Hilfe, ich habe mich im Irrenhaus verlaufen. Ich glaube, ich werde. Oh. Nein, doch nicht hier lang, aber hier hatten wir schon alles abgeklappert, ne? Soweit ich weiß, hatten wir hier alles schon angeguckt. Gehen wir noch ein Stück zurück, Mikey Boy. Geht gar nicht. Also doch da rein. Gut. Also doch hier rein. Ah ja, stimmt. Ja, meine gute Laune wird bald wieder verfliegen. Ich sehe das schon. Ja, immerhin kann er jetzt die Laterne mit der verletzten Hand halten und macht mir nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, indem er die ganze Zeit so an den Oberkörper presst und nach oben hält, damit es aufhört zu bluten. Das ist doch schon mal nice. Wir haben jetzt die Zutrittskarte. Wir können in die Chapel. Wer hat denn hier die ganzen Baustrahler? Ich meine, gibt es hier noch Strom? Dass man die hier einfach so aufstellen kann? Ah, versuchen wir unser Glück. Da drin erwartet uns sicher auch wieder irgendein Schocker. Was ist das da? Das ist ein kleines Fenster. Karte mitnehmen. Wir wissen nicht, ob wir sie nochmal brauchen. Okay. Nein, ich tu dem nichts. Okay. Ganz wach. Ganz wach. Status-Update hier. Ich hab's gesehen. Da waren die Schmetterlinge. Warum sollte ich... Ich meine, so ein Hund, der uns ankläfft und auf Verteidigung aus ist. Wenn wir den verletzen, wenn wir ihn angreifen... Ist das für ihn doch auch nur ein Zeichen, dass wir Feinde sind? Und macht ihn aggressiver, oder nicht? Ich tu keinem Tier was. Hey, Kleiner. Was ist denn los? Hm? Beiß mich nicht. Beiß mich bitte nicht. Ich will dir nur zeigen, dass ich lieb bin. Da weicht er nämlich zurück. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Kleiner. Streicheleinheiten mag doch jeder was. Ja. Haben wir jetzt hier einen Freund gefunden? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn süß. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja. Streicheleinheiten mag doch jeder was. Auf jeden Fall. Können wir nochmal. Einfach nur, weil es so süß ist. Ja. Guter Junge. Ja. Gibt es verschiedene Animationen? Ehrlich? Kommt nochmal. Nein, das ist wieder ja, die jetzt. Guter Junge, ja. Oh. Gut, ich glaube, den Part beenden wir jetzt, indem ich 15 Minuten lang den Wolf knuddel. Nein. Aber das wäre doch mal eine Idee, oder nicht? So, durch die Tür ist unser merkwürdiger Mann da gegangen. Vielleicht stellt der Wolf sich dann dazwischen. Es waren ja zwei. Es gab noch einen Dunklen. Wenn der Dunkle dann kommt. Vielleicht signalisiert dieser Wolf hier ihm dann, das ist ein Freund. Schön wär's.
liegen Handfesseln auf dem Tisch. Ich kann die zwar nicht angucken, aber da liegen trotzdem welche. Da scheint jemand zu wohnen. Umgefallene Flaschen. Kleiner Fernseher, noch mehr Flaschen. Aber wie kommt der Strom hierher? Und hier ist noch was zum... Was liegt denn da? Das ist so ein Bergmannshelm, oder? Auf dem Stuhl, seht ihr das? Ihr Junge. Keine Ahnung. Irgend sowas wird's sein. Gut. Das geheime Zigarrenversteck. Hatten wir da nicht schon mal in der Mine einen Stummel gefunden, wo wir mit... War das Mike mit Jessica, wo wir da unten waren? Ich glaube. Hinweis entdeckt. Zigarrenkiste. Okay, die ist aber noch nicht angebrochen. Können wir nochmal gucken? Sagt der da noch was? Nope. Gut, hier kam aber gerade was mit Hinweis. Genau. Update. Das Etikett ist das gleiche wie auf der Zigarrenkiste, die im Sanatorium gefunden wurde. Eine Zigarrenkiste aus Holz. Es ist nur noch eine einzige Zigarre übrig. Das Markenetikett ist sehr auffällig. Ja, genau. Es ist das gleiche. Ich wollte noch mal weiter gucken übrigens. Hier ist nichts Neues. Da oben fehlt uns noch was. Aber vielleicht kommt das auch noch. Das ärgert mich immer noch hier. So, hier war noch was, genau. Der beste Freund des Menschen. Mike hat den Wolf nicht getreten. Ach, das wäre ein Treten gewesen. Das war eine Faust. Ja, trotzdem. Und Mike hat einen Freund gewonnen. Oh. Ja, das ist schön. Aber wie gesagt, weniger aus Tierliebe, mehr aus Angst. Ich meine, wenn man so einem Tier aggressiv begegnet, dann wird das Tier selber doch auch aggressiv einem gegenüber, oder nicht? Hoch und lass da jetzt bitte nicht irgendwelche Körperteile von Jessica drin sein. Nein, das ist schon älter als Jessica. Hey, Bautzi. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja. Ich würde ja die Kiste wieder zumachen, sonst bedienen sich die Wölfe selber. War das hier? Hier ist ein Altar. Seht ihr das? Das hier, die kleine Kapelle. Ja, klar. Chapel stand hier dran. Ja. Okay, durch die Ereignisse habe ich das schon wieder verdrängt. Aber wo sind dann die Bänke und alles? Alles kaputt. So, wo ist denn Wolfi? Hey, Wolfi. Hab was. Ich glaube, mit dem anderen ist der Schwarze abgedampft. Jetzt kriegst du auch einen. Frisst deinen Knochen, Süßer. Ja, guter Junge, ja. Ich finde das so goldig. Okay, hier bleibe ich, hier gefällt es mir. Den Fernseher haben wir, ein paar Knochen zum Abnagen haben wir. Was will man mehr? Gut, da hinten war die Kiste. Ich will mich noch ein bisschen umgucken. Ich habe es gesehen, da drin blinkt was. Können wir die Kiste jetzt wieder zumachen? Jetzt haben wir ja die Hände wieder frei. Können wir nicht. Einen Versuch war es wert. Immerhin. So, das hatte der, glaube ich, abgesperrt, ne? Ein Schloss. Und dazu sagt er gar nichts. Da muss er ja durch das kleine Loch gegriffen haben, um das zuzumachen. Ja, möglich wäre es. Möglich wäre es. Bücher? Wie kann man Bücher so schmierig behandeln? Die Armen. Das haben sie nicht verdient, einfach auf dem Fußboden. Ja gut, meine lagen auch mal hier auf dem Fußboden rum, als ich in der Wohnung eingezogen bin. Aber mangels Regal und da waren sie feinsäuberlich gestapelt an der Wand. Was für ein Freak. Was für ein Freak, was haben wir denn hier? Da
Nein, Foto der Bergarbeiter, Fotos vom Wald. Liars, local man found dead. Ach so. Footprints found. Lügner. Was sagt denn der Artikel, dass er dafür verantwortlich ist? Oder... 14 missing in mountains. Ja klar, 30 und 12 nur gefunden. Macht aber nicht 14. Vielleicht wurden ja auch ein paar Leichen entdeckt. Da war doch gerade was. Nicht hier. Hier. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Ja, aber wofür ist das gut? Der spürt irgendwas hinterher, oder nicht? Bigfoot sighted. Sieht aus wie Recherchen. Eine Schreibmaschine. Das ist ja eine Schlafstadt oder was? Hier liegt hier irgendwas auf dem Bett. Ist das ein Schlafsack? Keine Ahnung. Okay, und hier blinkt noch was. Junge, geh an dem Fass vorbei. Das ist auch nicht offen. Eine Jacke? So, was haben wir denn hier? Meinst du, die passt dir? Oh, da ist ein Loch. Und da hinten ist eine Pistole. Ich hasse zwar Schusswaffen, aber trotzdem, her damit. Komm schon! Komm schon! Genau, zieh am Beton. Schlauer Junge. Gut. Sehr gut. Und damit kriegen wir jetzt das Schloss auf? Oder... Nein, ich geh jetzt nicht nochmal zum Wolf. Ich hatte zwar kurz überlegt, aber nein. Aber ich finde den so süß. Okay, dann werden wir mal... Wie war das dann jetzt eigentlich, das Schießen? Mit welchem Steuerung? Ja, und dann R2, oder? Ah, das ist laut. Das wird doch ein alter Armee-Revolver sein, aber... Oh. Tschüss, Wolfi. Du könntest ruhig mitkommen und mir ein bisschen Mut machen. Ach, die Schatten. Leute. Die Schatten sind übel. Im Übrigen kann ich das ja nur tagsüber spielen, falls da irgendwelche Fragen aufkommen. Nein, ich spiele nicht, wenn es schon dunkel ist. Sprich, nicht zu zeitig am Morgen und auch nicht zu spät am Abend. Es dämmert ja jetzt schon relativ zeitig. Bleibt früh lange dunkel. Ich spiele das wirklich nur am Tag. Und zucke da noch oft genug zusammen. So, hier ist nichts Blinkendes. Mal kurz die Steuerung verinnerlichen, nicht dass man hier... Viereck und Kreis sind immer mein Problem gewesen bei den Quicktimes. Mehr als Dreieck und X, deswegen versuche ich mir das jetzt immer mal ein bisschen wie ein Mantra vorzubeten. Ah, da liegt doch was. Wir haben ein neues Totem. Was ist das? Ist das gelb? Oder... Wow! Er zündet grinsend ein Feuerzeug und irgendwas explodiert. Ja, wir können die Lücken doch füllen. Weil das hier so chronologisch ist, habe ich gedacht, uns fehlt jetzt hier und das werden wir nie wieder kriegen. Aber ja, das gehört ja jetzt in die Lücke. Ich dachte, das ist das für ganz oben. Wegen dem Geweih. Das ist schwarz und nicht gelb. Ja, irgendeine Explosion nach dem Zünden eines Feuerzeuges. Wann explodiert was, wenn man ein Feuerzeug zündet oder einen Funken erzeugt? Eine Gasexplosion, scheinbar. Muss das? Es muss hoffentlich nicht eintreten. Oh, Leute, ich will nicht mehr. Hier blinkt ja noch was. Noch ein Totem? Nein, oder? Was steht da drauf? 1952. Mein Bild?
Die Wundermänner. Nein, lass es stehen. Die Wundermänner, ja, ich wollte es lesen. Die Schrift jetzt nochmal. Die Wundermänner, die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Alle 12. 18, 12 da hinten, genau. Alle 12 von 30 Stechuhrkarten. Ich frage mich, ob das... schön auf alt getrimmt. So, und das war ein neuer Hinweis. Nein. Oh, Steuerung. Aktualisiert. Hier. Und da haben wir das Loch gefüllt. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Update. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. Ja, das haben wir aber doch schon woanders gelesen, dass es nur 12 Überlebende gab. Ein gerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 1952 nach einem Einsturz gerettet wurde. Laut der Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Update. Es gab aber 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Alle 12. Ja, das wird verschwiegen, dass es eigentlich mehr sein müssten. Alle 12 haben überlebt oder gerade mal 12, die knappe Hälfte. Ja, eine Formulierung kann viel ausmachen. Das ist nur eine Staubflocke, okay. Was denn, hier kommen wir nicht durch? Doch. Ich wollte gerade gucken, ob da noch was ist, aber scheinbar nicht. Gut. Dann einen Blick auf die Uhr mache ich hier einen kurzen Schnitt. Ich bin schon wieder fix und alle, aber ich muss heute noch ein paar Parts schaffen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, ciao Freunde.